Marco. Ja. Hallo, störe ich beim Essen? Nee. Bitte. Alles klar, ich hoffe, ihr wollt noch keinen Feierabend machen. Warum? Ich habe hier nämlich was für euch. Laut Einwohnermeldeamt hat der Daniel Schlesinger einen Zweitwohnsitz. Das hat er auch noch nicht gewusst, oder? Ey, da ist doch der ideale Ort, um eine Waffe zu verstecken. Tja, ich würde hier ja lieber einen reinschmeißen, aber ihr solltet auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ja. Wo ist denn das? Dortmund-Dorstfeld. Du, da fahrt doch morgen direkt hin. Ja. Das ist eine schöne Gegend. Direkt als erstes. Ja, nee, was machen wir ohne dich? So. Hier ist, wir gehen auch. Ich hab gar keinen Hunger mehr, weißt du? Ich weiß auch nicht, was los ist. Bedien dich. Darf ich? Bedien dich. Ja. Okay. Morgen, Chef. Hi. Seid ihr schon wieder da? Ja, wir kommen gerade aus Dortmund. Am frühen Morgen. Schön, weißt du? Entschuldigung. Also, Daniel Schlesinger hat die Wohnung untervermietet. Einen Studenten, Sven Neumann. Und das schon seit 4 Jahren. Und war der in den letzten Tagen da? Unwahrscheinlich. Der Student war die ganze Zeit zu Hause. Aber der Schlesinger ist dann noch gemeldet. Heißt, seine Post kommt dahin. Und die holt er eigentlich einmal die Woche ab. Und das ist der Mietvertrag. Post und Mietvertrag? Ja. Ich habe wirklich gehofft, dass er da mehr findet. Vielleicht sollten wir die Wohnung mal von der Spursi durchsuchen lassen. Nee, ich glaube, kannst du vergessen. Also, wenn der wirklich ein blutiges Bügeleisen da findet, dann wird er sich ja hoffentlich bei den Kollegen melden. Ne? Wahrscheinlich. Ja, ich muss rein. Hm. Habt ihr noch Kaffee in der Küche? Ja, ist da. Bin wieder da. Hier, guck mal da rein. Ist interessant. Herr Schlesinger, es macht keinen Sinn, sich hier aufzuregen. Und jetzt beantworten Sie meine Frage. Das habe ich doch. Und nicht nur einmal. Habt ihr vielleicht auch ein paar andere gute Fragen für mich? Da fällt mir spontan einer ein. Warum haben Sie eine Wohnung in Dortmund? Was hat das mit dem Tod meiner Frau zu tun? Nochmal, warum haben Sie eine Wohnung in Dortmund? Die habe ich vor Jahren mal gekauft, damit ich, wenn ich auf Tour bin, eine zweite Übernachtungsmöglichkeit habe. Auf Tour? Mhm. Als Musiker oder was? Ja, und dann nur 60 Kilometer von zu Hause, ergibt für mich keinen Sinn. Und warum haben Sie die Wohnung vermietet? Genau deshalb. Die Wohnung stand andauernd leer. Bei den Mietpreisen lohnt es sich halt. Mhm. Sie sind dort noch gemeldet. Warum? Es hat steuerliche Gründe. Mhm. Ihnen ist schon klar, dass das illegal ist. Sagen Sie mal, sind Sie beide von der Mordkommission oder von der Steuerfahndung? Was soll diese ganze Fragerei? Ich habe Ihnen das jetzt schon 1000 Mal gesagt, dass ich mit dem Mord nichts zu tun habe. Gut, da wir ja von der Mordkommission sind, dann sagen Sie mir noch mal da was zu. Was ist das? Ich dachte, Sie können uns das sagen. Der wurde am Tatort gefunden. Ein künstlicher Fingernagel. Nö, das kann ich Ihnen nicht sagen. Der wird wohl meiner Frau gehören. Mm-mm, geht nicht. Ihre Frau trug keine künstlichen Fingernägel. Tja, da bin ich auch überfragt. Aber wie Sie sehen, trage ich auch keine künstlichen Fingernägel. Und außerdem muss ich jetzt auch los. Ich habe heute noch 2 Termine. War's das? Sie können gehen. Von mir aus. War super. Und vielen Dank, dass Sie mir meine Post mitgebracht haben. Die bleiben da, bis wir damit durch sind. Hinlegen. Du lässt ein Schiff meinen Namen drauf. Die bleibt trotzdem hier. Sehe ich aber noch, ne? Schönen Tag noch. Schönen Tag noch, ne? Tschüss. Verrat mir mal, wie wir sein Grinsen auf sein Gesicht kriegen. Bitte. Es ist doch alles für die Katz. Also ich fand es irgendwie interessant, seine Reaktion darauf, als wir ihm den Fingernagel gezeigt haben. Ich glaube, der weiß mehr, als er uns sagt. Ja, vielleicht hat er ja eine Geliebte. Komm, wir lassen ihn observieren. Gute Idee, und zwar rund um die Uhr. Mhm. Das haben wir auch erst gedacht, als er nach Dortmund fährt zu seiner Wohnung. Aber da sind wir schon vorbei. Wir stehen jetzt hier in Lünen vor so einem Mehrfamilienhaus. Ja. Nee. Oh, guck mal, der steigt aus. Ich rufe dich gleich zurück. Ja, ich melde mich. Tschüss. Was ist das denn? Er hat ihn geschlagen. Der hat unten geschellt. Okay, Herzog. Ich gehe auch so um. Ich will wissen, was da los ist. Okay, sei vorsichtig, ja? Kriminalpolizei, machen Sie die Tür auf! Ja, bitte.
bitte. Guten Tag, mein Name ist Bosmann, Kripo Duisburg. Was war denn hier gerade los? Nichts, alles gut. Ja, der hat sie doch geschlagen. Nee, bleib ich mal ganz kurz. Ganz ruhig, stehen bleiben. Ja, bleiben Sie doch ruhig. Rückwärts an die Wand. Und stecken Sie die Waffe weg. Gar nichts mache ich, rückwärts an die Wand. Wo wollen Sie denn so schnell hin, hä? Loslassen, okay? Lassen Sie Daniel in Ruhe. Hey. Okay, alles gut, ja? Ja. Wir gehen erstmal rein. Okay. So, und wir fahren jetzt aufs Präsidium, ja? Frauenschläger. Aha! Nicht so fest hier! Sieht alles danach aus, dass Sie uns was verschwiegen haben. Also, in welcher Beziehung stehen Sie zu Frau Herzog? Das geht Sie einen Scheiß an. Oh. Also, ich glaube, die beiden haben sich da so ein süßes Liebesnest eingerichtet. Kann das sein? Ja, es sieht ganz danach aus. Denn schwanger ist Ihre Freundin ja offensichtlich auch. Ein schönes Doppelleben haben Sie sich da eingerichtet. 3 Tage hier, 4 Tage da. Und dann ist Ihre Frau dahinter gekommen. Ja, und dann hat Ihre Frau mit Scheidung gedroht. Da haben Sie Nerven verloren und haben zugeschlagen. War doch so, oder? Das war totaler Unsinn. In welcher Beziehung stehen Sie zu Herrn Schlesinger? Daniel ist seit über 5 Jahren mein Freund. Und meine große Liebe. Ja, verpasst er ihm einfach eben so eine Ohrfeige. Klingt nicht gerade nach großer Liebe. Das war das erste Mal. Und er hat sich auch direkt bei mir entschuldigt. Schließlich wollen wir heiraten. Jetzt, wo das Baby bald kommt. Herzlichen Glückwunsch. Und wie hat Herr Schlesinger auf die Schwangerschaft reagiert? Er hat sich gefreut. Sind Sie sich da ganz sicher? Ja, natürlich. Was ist denn das für eine Frage? Was sollte denn mit seiner Frau passieren? Ich meine, die beiden waren noch verheiratet. Verheiratet? Was erzählen Sie denn für einen Quatsch? Alles, was wir bisher von Ihnen gehört haben, sind Lügen, Lügen, Lügen. Ja, was hätte ich denn tun sollen? Hätte ich von Anfang an die Wahrheit gesagt, dann wäre ich am Ende noch verdächtiger gewesen. Warum haben Sie sich nicht einfach von Ihrer Frau getrennt? Warum wohl? Ich habe ganz oft mit dem Gedanken gespielt, mich von meiner Frau zu trennen. Aber was wäre denn aus Tim geworden? Und Christine hätte mir von sich aus niemals das Sorgerecht gegeben. Ui. Klingt für mich nach einem super Motiv, oder? Leider ja. Schön für Sie. Ich habe mir das schon gedacht, dass es so kommt. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Und Sie haben tatsächlich nichts davon gewusst, dass Herr Schlesinger ein Doppelleben führt? Nein. Und auch nicht, dass seine Frau getötet wurde? Was? Mhm. Gestern Morgen gegen 11 Uhr. Sie wurde erschlagen. Und nun steht Herr Schlesinger unter dringendem Tatverdacht. Das kann nicht sein. Warum nicht? Daniel war zu dem Zeitpunkt bei mir. Darüber reden wir später, wenn die Spurensicherung mit der Untersuchung Ihrer Wohnung fertig ist. Aber so leid es mir tut, Frau Herzog. Als Zweitfrau sind Sie nun auch tatverdächtig. Was? Ja, na, Sie Markus. Da. So was. Hallo. Ich habe was in der Waschmaschine gefunden. Schaut euch das mal an. Ich würde sagen, das ist unsere Tatwaffe. Alles voller Blut. Ja, offensichtlich. Na hier. Das war. Der Pulli ist ein bisschen groß, oder? Gehört er den Schlesinger? Könnte auch von der Herzog sein in ihrem aktuellen Zustand. Genaueres wissen wir also auch nicht. Seht so einfach mal positiv. Einer von beiden muss es gewesen sein. Und wessen Spuren wir letztendlich auf dem Bügeleisen finden, das werden wir dann sehen. Warum bin ich schon wieder hier? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Daniel es nicht gewesen sein kann. Es geht diesmal noch nicht um Daniel Schlesinger. Diesmal geht es um Sie. Wieso um mich? Was soll das heißen? Das haben wir in Ihrer Waschmaschine gefunden. Kein besonders gutes Versteck, oder? Keine Ahnung, wie das da hingekommen ist. Echt nicht? Aber auf den Bügeleisen sind Ihre Fingerabdrücke. Und die Fingerabdrücke des Opfers. Wie kann das sein? Ich würde gerne Ihre Hände sehen. Meine Hände? Ihre Hände, bitte. Drehen Sie mal Ihre Hände um. Das hier, diesen künstlichen Fingernagel, den haben wir am Tatort aufgefunden. Kommt Ihnen sicherlich bekannt vor, oder? Ich habe ja alle meine Fingernägel noch. Stimmt. Ihre frisch gemachten Fingernägel, die habe ich schon bei unserem letzten Treffen wahrgenommen. Nur da gibt es ein kleines Problem.
An diesem Fingernagel hier, den wir am Tatort sichergestellt haben, befindet sich ihre DNA. Und da hilft es ihnen auch nichts, zur Maniküre zu gehen und sich neue Fingernägel aufkleben zu lassen. Ich wollte das nicht. Es tut mir leid. Ich dachte, Daniel meint es ernst mit mir. Mit uns. Aber als ich ihm von der Schwangerschaft erzählt habe, da... Er ist ganz seltsam geworden. Ich wusste, dass er mir was verheimlicht. Erzählen Sie weiter. Ich bin ihm vor ein paar Tagen hinterhergefahren. Ich dachte, er hat eine Affäre. Dann haben Sie festgestellt, dass Sie die Affäre sind. Am nächsten Morgen bin ich noch mal zu seiner Frau gefahren. Ich wollte mit ihr reden, aber... Ich wollte, dass sie Daniel freigibt. Für mich, für uns aber. Sie hat mich ausgelacht. Ich habe das Bügeleisen genommen. Und ich habe zugeschlagen. Tut mir leid, ich wollte das nicht. Und dabei ist ihr Fingernagel abgebrochen. Dann sind sie schnell zur Maniküre, um die Spuren zu verwischen. Ich wollte das wirklich nicht.